Ein Mann sprengt sich am vergangenen Montag in Manchester in die Luft. Es war ein gezielter Angriff auf Kinder und Jugendliche. Der Attentäter hatte das Konzert eines Teenie-Stars gewählt. Das jüngste Todesopfer war 8 Jahre alt. Ist das Europas neue Realität? Kein Zweifel. In Israel kennen wir das seit vielen Jahren. Das hat mit der ersten Intifada angefangen, 1988. Und jetzt kommt dieses Phänomen auch in Europa an, gesteuert vom IS. Run by ISIS. Können wir etwas lernen aus Israels jahrzehntelanger Erfahrung im Umgang mit Terror? Darum geht es in diesem Film. In diesem Film geht es nicht um den Nahostkonflikt, weder um seine Wurzeln noch um seine Lösung. Nein, vielmehr führt mich die Frage nach Israel, was Menschen in einer Demokratie bereit sind mitzutragen, wenn der Terror ein Teil ihres Alltags wird. Yaakov Peri empfängt mich für ein Interview. Peri war 30 Jahre lang Teil des israelischen Inlandgeheimdienstes Shin Bet. 6 Jahre lang leitete er die Behörde. Danach war er Topmanager in der Privatwirtschaft. Später wurde er Minister im Kabinett von Benjamin Netanyahu. Heute sitzt er für die Zentrumspartei Yesh Atid in der Knesset. No doubt that it's getting worse. Kein Zweifel, dass es noch schlimmer wird in Europa. Denn es gibt eine Dynamik, wenn Terrororganisationen etwas als erfolgreich betrachten. Wenn sie damit Panik verursachen können und wenn die Sicherheitsbehörden nicht wirklich darauf vorbereitet sind. Gush Esion, ein israelisches Siedlungsgebiet im Westjordanland. Roman Goffmann ist der Kommandeur der sogenannten Esion-Brigade und damit verantwortlich für ein Gebiet, in dem es immer wieder zu Anschlägen kommt. Er führt mich zu einer Bushaltestelle, um mir die Spuren der jüngsten Attacke zu zeigen. Eine Palästinenserin versuchte hier vor wenigen Tagen in wartende Menschen zu rasen. Vor ein paar Monaten haben sie bereits die genau gleiche Bushaltestelle attackiert. Damals hatten wir hier noch weniger hohe Betonpfeiler. Der Attentäter konnte einfach darüber hinwegfahren. Seither haben wir Fortschritte gemacht. Die neuen Pfeiler sind höher und mit einer unterirdischen Eisenplatte an der Haltestelle festgemacht. Um diese Pfeiler zu verschieben, müsste man die ganze Haltestelle verschieben. Diesmal haben sie gehalten. Die Kreuzung wird durch schwer bewaffnete Soldaten gesichert. Im Falle eines Anschlags greifen sie sofort ein. Das Ziel müsse allerdings sein, dass es gar nicht erst so weit komme. Man muss bedenken, dass ein Anschlag nicht dort beginnt, wo er ausgeführt wird. Er beginnt weit weg, zu Hause, im Kopf des Attentäters, im Internet. Und an Orten, an denen der Attentäter den Anschlag plant. Dort muss man ansetzen. Man muss das Internet und die sozialen Medien überwachen, um den potenziellen Attentäter vor der Tat aufzuspüren. Im Juni 2014 versagte dieses Frühwarnsystem. 3 Teenager namens Gilad, Ayal und Naftali wurden hier auf offener Straße entführt. Das israelische Militär startete eine gross angelegte Suchaktion. Die Nation hielt den Atem an.
alles umsonst. Nach rund 3 Wochen wurden nahe Hebron die Leichen der Teenager gefunden. Ein ganzes Land trauerte und wurde sich einmal mehr dessen bewusst, dass sich nie alles verhindern lässt. Gar nicht zu reden von all den Messerattacken aus dem Nichts, die in Israel regelmäßig vorkommen. Israeli Intelligence have arrested in the last year 402. Unser Geheimdienst hat im vergangenen Jahr immerhin 402 Personen verhaftet, die einen Anschlag mit einem Messer oder einem Auto planten. Wir haben also zwischen 400 und 500 Attentate verhindert. Es ist also machbar. Es hängt davon ab, wie viel man investiert und wie motiviert man ist, das zu verhindern. Dass diese Motivation nach Anschlägen auch in Europa sprunghaft steigt, zeigt das Beispiel Frankreich eindrücklich. Wir haben alle Maßnahmen getroffen, um unser Land zu schützen. Es gilt der Ausnahmezustand. Ausnahmezustand bedeutet, Moscheen können geschlossen, Hassprediger ausgeschafft werden. Gleichzeitig wurden die Kompetenzen des Geheimdienstes massiv ausgebaut. Der Staat kann Häuser durchsuchen und Leute unter Hausarrest stellen. Ohne richterlichen Beschluss, ohne Anklage, ohne Verfahren. Grundpfeiler des Rechtsstaates sind plötzlich außer Kraft gesetzt. So the communities in Europe and countries in Europe will adjust themselves. Die Menschen in Europa werden sich noch an alle möglichen Dinge gewöhnen, die helfen, das Land sicherer zu machen. Man muss den Sicherheitsbehörden, die in diesen Kampf involviert sind, freie Hand lassen. Und man muss ihnen die nötigen Werkzeuge zur Verfügung stellen, die Europa im Moment noch fehlen. Nach 9/11 klang es in den USA genau gleich. Die USA werden machen, was nötig ist, um diesen Krieg zu gewinnen. Unsere Geheimdienste müssen freie Hand haben, um diese Mission zu erfüllen. Was damit genau gemeint war, hat die Welt erst allmählich realisiert. Gemeint war zum Beispiel Guantanamo. Und gemeint waren auch Foltermethoden wie Waterboarding. Alles im Namen der Sicherheit. Am Ende stellten die USA ernüchtert fest, dass das CIA-Folterprogramm kein effektives Mittel gewesen ist, um an Informationen zu kommen. Vom Schaden für die Demokratie gar nicht zu reden. Eine von Europas größten Ängsten ist, die moralische Integrität zu verlieren. Können wir diesen Kampf mit sauberen Händen gewinnen? General, the answer is yes. Die generelle Antwort ist ja. Die Frage ist allerdings, wie definieren Sie saubere Hände? Ich bin sicher, wenn Sie einen durchschnittlichen Israeli und einen durchschnittlichen Europäer fragen, was saubere Hände sind, dann werden Sie leicht unterschiedliche Antworten bekommen. Schauen wir der Realität ins Gesicht. In Israel verstehen wir, dass im Kampf gegen den Terror fast alle Mittel möglich sind. Almost all means are possible. Das ist ein Feld der Brutalität, unmenschlich, manchmal sehr bösartig. Wenn man zurückschlägt, kann man das nicht wie ein Chirurg mit einem Skalpell machen und jede Bewegung mit absoluter Vorsicht ausführen. Der Kampf gegen den Terror ist nicht 100% demokratisch, seien wir ehrlich. Let's face it.
Aber auch der Kampf gegen den Terror muss demokratisch legitimiert werden. In der Schweiz wurde letztes Jahr über ein neues Nachrichtendienstgesetz abgestimmt. Heute in der Arena. Bundesrat Guy Parmelin. Er sagt, das neue Nachrichtendienstgesetz hilft der Schweiz, gegen Terrorismus vorzugehen. Terroristen, einige Staaten benutzen neue Mittel, neue Technologie. Und man muss auch diese Mittel zu unserem Nachrichtendienst geben, um diese Terroranschläge besser zu kämpfen. Die Angst vor einem Anschlag war stärker als die Angst vor Überwachung. Zwei Drittel der Bevölkerung sagten ja. Ich kann nicht sagen, ob es 90 oder 80% sind, aber die Mehrheit von dem, was die Geheimdienste heutzutage wissen, wissen sie dank technischer Mittel. Was in Israel längst Realität ist, kommt auch bei uns an. Immer weniger Privatsphäre für alle. Dabei sind eigentlich nur wenige gemeint. In der Schweiz zum Beispiel Extremisten, die in der An-Nur-Moschee in Winterthur verkehrten. Aus dem Umfeld dieser Moschee reisten mehrere Leute in den Dschihad. Allein aus der Schweiz sind bis heute rund 80 Personen in den Heiligen Krieg gezogen. In ganz Europa sind es Tausende. Auch der Manchester-Attentäter reiste offenbar in den Islamischen Staat und kehrte irgendwann zurück. Das ist eine Art Botschaft an Europa, dass die Atmosphäre in bestimmten Vororten, in bestimmten Moscheen, in bestimmten Gemeinschaften äußerst genau beobachtet werden sollte durch die Regierung. Durch die gewaltigen Flüchtlingsströme habe sich die Sicherheitslage in Europa weiter verschärft, sagen die Nachrichtendienste. Denn es seien nicht nur Hilfesuchende gekommen, sondern auch sogenannte Gefährder. For an intelligence service, it's not such a big problem. Für einen Geheimdienst ist das gar kein so großes Problem. Zuerst einmal reden wir ja von einer ganz genau definierten Gruppe von Menschen. Und zweitens werden diese Menschen in ihrer neuen Heimat von der Gemeinschaft absorbiert, in die sie am besten reinpassen. Das Problem ist, dass ihr über die gefährlichen Gemeinschaften viel zu wenig wisst. Darum hat Europa nun ein neues Problem, das ein bestehendes Problem überlagert. Europa hat sich nicht so darum gekümmert, wie es nötig gewesen wäre. International steht Israel massiv in der Kritik, auch wegen Menschenrechtsverletzungen begangen im Kampf gegen den Terror. Die Mehrheit der Israelis steht indes hinter ihrer Regierung und wählt damit auch mehr Sicherheit und weniger Freiheit. Also drehte Israel laufend weiter an der Repressionsschraube. Dem eigentlichen Ziel, nämlich Frieden, ist das Land derweil nicht näher gekommen. Eine der Gründe ist, wir haben keine Strategie. Natürlich gibt es auch noch andere Gründe, aber der Hauptgrund ist keine Strategie. Jerusalem. Ein Ort, der für drei Weltreligionen von zentraler Bedeutung ist. Ein Ort, wo nicht nur Spiritualität, sondern auch Spannungen in der Luft liegen. Miki Rosenfeld ist Superintendent und offizieller Sprecher der israelischen Polizei. Sicherheit sei auch eine Frage von genügend Personal, sagt er. Und natürlich entsprechenden Kosten. In ganz Jerusalem haben wir mehr als 3.500 Polizisten. In der Altstadt sind es mehr als 600. An den besonders sensiblen Stellen, wie dem Eingang zum Markt, haben wir sowohl Kameras als auch Polizisten. In der Altstadt von Jerusalem kommt es immer wieder zu Anschlägen. Darum wird hier jeder Schritt aufgezeichnet. So
Solche Taten werden zwar nicht verhindert, aber die Angreifer schnell gestellt. Auch Sicherheitskontrollen gehören zum Alltag in Israel. Trotzdem gab es in den vergangenen 1,5 Jahren 300 Anschläge. 200 Attentäter wurden am Tatort erschossen. 100 konnten verhaftet werden. Wenn wir jemanden verhaften, dann wollen wir herausfinden, wie kam er hierher? Hat er den Anschlag alleine geplant? Diese Leute werden sowohl von uns als auch vom Geheimdienst verhört. Bei solchen Fällen arbeiten wir eng zusammen. Mit Erlaubnis des Justizministers kann der Geheimdienst bei Verhören viel weiter gehen als die Polizei. When you are going into it, it's not really physical. Wenn man es genau anschaut, dann ist es nicht wirklich physisch. Aber es hat einen physischen Effekt auf den Verdächtigen. Man kann zum Beispiel 24 Stunden am Tag das Licht brennen lassen in seiner Zelle, damit er nicht schlafen kann. Oder man kann ihm eine Art Maske überziehen, um ihn von der Welt zu isolieren. So kann man ihn unter Druck setzen und erreichen, dass er das Zeitgefühl verliert. In order to put him under pressure and then the suspect doesn't know when it's day, when it's night. Interrogation is a. Aber ein Verhör ist vor allem auch ein intellektueller Kampf zwischen dem Verhörer und dem Verdächtigen. Fakt ist, wir erreichen in Israel 98% echte Geständnisse. Of real confessions. In Bern hat noch niemand sogenannte verschärfte Verhörmethoden gefordert. Ein Euphemismus für Folterpraktiken. Lauter wird indes der Ruf nach härteren Strafen. Härtere Strafen mögen populär sein, lösen das Problem allerdings nur für eine gewisse Zeit. Denn irgendwann werden auch Terroristen wieder entlassen, auch wenn sie weiter gefährlich sind. Ein Problem, das von Gewalt- und Sexualstraftätern bestens bekannt ist und für das die Schweiz eine Lösung gefunden hat. Sie werden präventiv weggesperrt. Psychiatrische Gutachten, die hohe Rückfallgefahren attestieren, machen es möglich. Jerome Endras verfasst solche Gutachten. Er bestätigt, dass er und seine Kollegen neuerdings auch in Zusammenhang mit Islamisten im Einsatz stehen. Es sind jetzt verschiedene Forensiker in der Schweiz und auch im Ausland sind involviert, wenn es darum geht, Gutachten zu erstellen bei Islamisten, die potenziell gewalttätig in Erscheinung treten können. Ich muss aber sagen, das sind Seltenheiten. Das sind eher Ausnahmefälle. Üblicherweise beurteilt man das Risiko von Gewalt- und Sexualstraftätern. Vereinzelt kommt es vor, dass halt jemand einen islamistischen Hintergrund hat und dann wird der beurteilt, genau gleich wie die anderen Gewalt- oder Sexualstraftäter. Der sogenannte Mord vom Zolliker Berg 1993, bei dem eine Pfadfinderführerin ums Leben kam, machte es mehrheitsfähig, dass Menschen dauerhaft weggesperrt werden, weil sie als gefährlich gelten. Vor dem Triebtäter Erich Hauert undenkbar. Seit Hauert heisst die Devise im Zweifel für die Sicherheit. Seither wurden entsprechende gesetzliche Grundlagen entwickelt, die aber nur dann greifen, wenn wir es, salopp gesagt, mit Spinnern zu tun haben. Damit jemand einen Anschlag macht in unseren Breitengraden, muss er eine auffällige Persönlichkeit haben. Ob es gerade wirklich jemand ist, der schwer psychisch krank ist oder ob er sonst einfach eine sehr auffällige Persönlichkeit hat, darüber kann man dann im Einzelfall streiten, aber es ist klar, das sind nicht völlig unauffällige, ausgeglichene Personen, die so schwere Anschläge begehen. Israel setzt auf andere Spezialisten. Wir befinden uns in der Antiterrorakademie der Grenzpolizei. Der Kommandant beaufsichtigt persönlich einen Lehrgang, in dem neue Instruktoren ausgebildet werden, die später alle möglichen Spezialeinheiten auf Antiterroreinsätze vorbereiten. First of all,
Das sind keine normalen Kriminellen, sondern Terroristen. Die wollen sterben, mit uns oder ohne uns. Entsprechend ist unsere Taktik. Wenn so jemand das Leben von Zivilisten bedroht, müssen wir ihn umgehend neutralisieren. Neutralisieren heißt töten. Und das hat Israel perfektioniert. Seine Spezialeinheiten gelten als die besten der Welt. Wir haben viel Kampferfahrung. Traurigerweise kämpfen wir immer noch. Jeder hier weiß, dass es darum geht, unsere Bürger zu schützen. Wir müssen jeden Tag gut genug sein, um Menschenleben zu retten. Israel tötet allerdings auch präventiv. Mit Spezialeinheiten und mit Drohnen. Und mit dem Segen der Mehrheit. Erstens, um wichtige Köpfe in der Hierarchie einer Organisation auszuschalten. Zweitens, wenn er eine Gefahr ist und wir keine anderen Mittel haben, mit denen wir ihn fangen und ins Gefängnis bringen können. Und drittens, um zu signalisieren, dass unser Geheimdienst stark und bestens informiert ist. Also eine Art Drohung an Dritte. Wir reden von Menschenleben. Das Ziel meiner Organisation war es, Menschenleben zu retten. Aber um Menschenleben zu retten, müssen andere Menschen manchmal ihr Leben verlieren. From the other side, in order to save human lives, you have sometimes to lose other lives. Das ist eine Abwägung, die man ständig machen muss. 24 Stunden am Tag. Every time, 24 hours a day. In Europa auch in Zeiten des Terrors undenkbar. Fakt ist, auch die Briten töteten im Nordirland-Konflikt gezielt. Das ist noch gar nicht so lange her. Wie weit sind wir heute bereit, in diesem Kampf zu gehen?